Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal und frohes neues Jahr. Ich weiß, es ist etwas spät dafür, aber ihr habt mich ja 2017 noch gar nicht auf meinem Kanal gesehen und deswegen auch nochmal von mir ein ganz beherztes frohes neues Jahr. Ich hatte euch auf Snapchat gefragt, ob ihr gerne ein Haul sehen möchtet, denn ich war neulich bei Urban Outfitters und ich habe auch, ehrlich gesagt, in der letzten Zeit sehr, sehr, sehr viel geshoppt. Das lag aber auch daran, dass einfach Weihnachten war und ich mir Geld gewünscht habe, statt irgendwelche materiellen Dinge. Und deswegen war ich unter anderem bei Urban Outfitters, zu meiner Entschuldigung, sie hatten Sale. Zum Beispiel auch bei Douglas und ich habe auch hier und da noch ein paar Teile gekauft, bei denen ich aber nicht warten konnte, sie anzuziehen, wie zum Beispiel Sportklamotten. Und deswegen lassen wir die jetzt mal außen vor, aber ich habe ganz viele Sportklamotten geshoppt. Also wenn ihr nochmal extra so ein Sportklamotten-Haul sehen wollt, könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben, denn ich glaube, da ist genug Zeug zusammengekommen, um einfach ein Haul daraus zu machen. Ja, bell halt jetzt, wenn ich drehe. Kein Ding. Seht ihr? Ich wusste, dass es passiert. Der erste Laden, in dem ich war, ist Urban Outfitters und da habe ich einiges gefunden, wie ihr sehen könnt. Aber das erste Teil trage ich schon und zwar ist das diese Bluse hier. Und die fällt so richtig schön oversized. Also das ist jetzt L. Ich brauche meistens L schon wegen meiner Größe. Ich bin 1,78 und ich bin ja auch ein bisschen kräftiger. Deswegen brauche ich meistens L bei Urban Outfitters. Und oft ist es so, dass Outfitters Klamotten bei mir persönlich entweder komplett perfekt sitzen oder einfach gar nicht. Weil deren L kann einfach L sein und manchmal ist deren L einfach M. Und ich bin nur so, warum? Und genau, und als ich die gesehen habe, saß die einfach schon so richtig gut im Laden und ich war so, komm, nehmen sie dir mit. Und jetzt habe ich quasi so eine richtig schöne Oversized-Bluse und deswegen habe ich mir die mitgenommen und mir gefällt es auch ganz gut, wenn man die so ein bisschen aufknöpft und beispielsweise hier so ein kleines Kettchen hat. Ich habe mir neuerdings auch angewöhnt, Ketten zu tragen. Ein Wunder. Ich weiß nicht, ob euch mal aufgefallen ist, dass ich eigentlich nie Ohrringe oder Ketten trage oder Ringe. Ich bin irgendwie so voll der Anti-Schmuck-Mensch, keine Ahnung warum. Aber auf jeden Fall habe ich mir die Bluse mitgenommen. Ja, weiter geht es dann mit Bralettes. Und ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Bralette gekauft. Ich habe immer im Internet gesehen und ich fand es immer wirklich richtig cool. Aber ich hatte einfach keine Oberteile, zu denen ich das kombinieren konnte. Und als ich so in meiner New Year, New Me Motivation über Pinterest und Tumblr und Reheartit gestolpert bin und alle Mädchen wirklich Bralettes hatten und das so schön aussah, habe ich mir so gedacht, eigentlich müsstest du dir auch mal eins holen, aber ich hatte irgendwie so keins im Kopf, was ich jetzt unbedingt bestellen wollte. Und als ich bei Urban Outfitters war und die auch noch im Sale waren, habe ich mir natürlich direkt ein Bralette mitgenommen. Und zwar ist das erste Bralette einfach dieses nudefarbene bis hellrosafarbene Bralette mit eben diesem schönen Muster hier oben. Das heißt, wenn das T-Shirt so ein bisschen weiter ausgeschnitten ist und das so ein bisschen rauskommt, sieht das schon ganz cool aus. Und weil mir das eben nicht nur in hellrosa gefallen hat, sondern auch in schwarz, habe ich das Ganze dann auch nochmal, wow, wo ist der Anfang, habe ich das Ganze auch nochmal in schwarz mitgenommen und das sieht dann so aus. Und ich kann mir das bei dem Schwarzen zum Beispiel voll gut vorstellen, wenn man so ein graues Oberteil anhat und das eben so ein bisschen weiter ausgeschnitten ist und das so ein bisschen durchkommt, da ist das schon ziemlich cool aussehen kann. Das nächste Teil, was ich mir gekauft habe, war leider nicht im Sale. Einmal kurz ein Schweigemoment dafür, dass ich Geld ausgeben musste und zwar viel. Aber wie ihr vielleicht auf Instagram schon gesehen habt, habe ich drei Bilder mit diesem Pulli gepostet und ich finde ihn wirklich wunderschön. Ich habe ihn ungefähr 4 Wochen versucht bei Urban Outfitters zu kriegen, aber er war immer nur in M da. Ich habe ihn in M anprobiert, als ich 5 Kilo abgenommen hatte. Er hat nicht gepasst. Ich habe ihn in M anprobiert, als ich 7 Kilo abgenommen hatte. Er hat nicht gepasst und auch nicht bei 8 und ich habe mich schon quasi komplett hoffnungslos von ihm verabschiedet, als ich dann aber bei Urban Outfitters war und er da hing in L. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe, obwohl es nur ein Pulli ist. Und eine Kommilitonin aus meiner Uni hat diesen Pullover auch und ich habe ihn quasi 4 Wochen am Stück immer gesehen, obwohl ich ihn auch haben wollte und nicht kriegen konnte. Und als er, wie gesagt, dann in L da hing, Leute, ich bin komplett ausgeflippt und ich dachte auch bis dato, dass er nicht reduziert ist. Ich blende euch hier mal den Originalpreis ein. Ich muss nämlich nochmal auf den Kassenzettel gucken. Aber als ich ihn dann an der Kasse bezahlt habe, hat er nur noch 75 Euro gekostet. Also nur ist es immer noch wahnsinnig viel Geld. Aber er war sogar im Sale
und ich habe mich so darüber gefreut. Aber ich rede jetzt gar nicht mehr so lange drum rum, sondern das ist er. Für manche ist dieser Pulli vielleicht super unspektakulär, aber ich als absolutes Tommy Hilfiger Markenopfer habe den sofort gefeiert. Ich kann euch auch hier nochmal ein Bild einblenden, denn ich habe schon einen Blogpost zu diesem Pulli gemacht und ein Outfit dazu kombiniert. Also falls ihr möchtet, ich verlinke euch es hier nochmal oder unten in der Infobox. Und wie gesagt, das ist jetzt der Pulli in L. Und dadurch, dass ich wie gesagt groß bin, brauche ich auf jeden Fall L von der Länge. Aber er sitzt jetzt schon so ein bisschen lockerer, was mir natürlich auch sehr gut gefällt. Und ja, ich und mein Pulli sind jetzt so lauf. Und es ist nicht bei einem Pulli geblieben. Ich habe einen weiteren Pulli bei Outfitters gekauft, der ebenfalls meinen Geldbeutel stark strapaziert hat, den ich aber auch richtig, richtig, richtig schön finde. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon Instagram damit online ist, ein Instagram-Bild. Ansonsten, ich verlinke euch hier jetzt nochmal so ein Bild, was ich damit schon gemacht habe. Denn Nina hat netterweise Fotos von mir gemacht. Und zwar ist das ein Pulli von Calvin Klein. Und ich muss sagen, ich springe normalerweise gar nicht auf diesen Calvin Klein Trend an. Ich weiß, dass viele die Leggings von Calvin Klein haben und diese Bralettes und diese Sport-BHs. Ich konnte aber damit irgendwie nichts anfangen. Ich finde die auf Bildern super, super schön, aber an mir sehen die einfach aus wie ein Kartoffelsack. Und deswegen bin ich um diesen Calvin Klein Trend immer so ein bisschen herumgeschlichen. Aber ich dachte mir so, eigentlich, du weißt, dass es dir nicht steht und du weißt, dass du es nicht brauchst und du weißt, dass es überteuert. Deswegen bin ich um die ganze Geschichte immer drum rumgelaufen. Aber Sweatshirts sind so eine Geschichte. Ich habe ja eben schon mal erzählt, dass ich lange zur Uni fahre und es da am liebsten bequem mag. Und wenn man dann quasi noch einen Pulli hat, der ein bisschen schicker aussieht, ähnlich wie der Tommy Hilfiger Pulli, und dann einfach mit Leggings und Schuhen gehen kann und aussieht, als hätte man sein Leben im Griff, obwohl man eigentlich nur chillen will, bin ich natürlich sofort dabei. Und das ist der gute Pulli hier. Ich muss mal die Kapuze wegmachen. Ihr seht ja gleich nochmal ein Bild. Und zwar ist das eine undefinierbare Farbe. Ich weiß nicht, wie sie in der Kamera rüberkommt. Es ist kein richtiges Dunkelgrau. Da ist irgendwie so eine kleine Spur Braun mit drin. Aber es ist auf jeden Fall eine richtig coole Farbe. Es gab den nämlich auch in Grau mit schwarz-weißer Schrift. Und den fand ich auch richtig schön. Nina fand den zum Beispiel viel, viel, viel schöner. Ich habe ihr nämlich ein Bild geschickt, weil ich mich zwischen den beiden nämlich nicht entscheiden konnte. Aber ich bin so ein Mensch, ich möchte gerne mit dem Trend gehen. Aber wenn alle dasselbe Teil haben, dann könnte ich ausrasten. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Und als ich dann bei Urban Outfitters war, hatten schon 4 Mädchen den gleichen Pulli in der Hand und wollten den kaufen. Und dann dachte ich mir so, nee. Und mein erster Gedanke war auch der Pulli. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich höre jetzt auf meine Intention. Auf meine Intuition und kaufe den hier. Und ich bin auch super froh, dass ich den gekauft habe. Der ist mega weich. Oh mein Gott, Leute, also ich kam mir schon den halben Tag in dem Pulli und habe den nur ausgezogen, damit ich den im Video zeigen kann. True story. Die nächsten Teile, die ich euch zeigen möchte, habe ich aus einem Online-Shop und das ist ivyrevel.com. Und das Ganze ist von Kansas Sweeten, falls ihr sie kennt. Sie hat ja so ein schönes Gesicht und so ein schönes Instagram und alles ist einfach wunderschön. Und die haben mich in der Vorweihnachtszeit nämlich kontaktiert und haben gefragt, ob ich mir nicht ein paar Teile bei ihnen aussuchen möchte und das Ganze in einem Haul zeige oder in einem Blogpost und auch ein paar Fotos. Das Ganze ist nicht gesponsert, sondern ich durfte mir einfach nur was aussuchen. Und ich dachte, weil ich sowieso schon Fashion Haul drehe, packe ich das Ganze einfach mit rein. Und ja, dann fangen wir direkt mal an. Ich durfte mir 2 Kleidungsstücke aussuchen und ein Schmuckstück. Und wir fangen an mit diesem wunderschönen Sweater. Und für den habe ich schon ganz viele Komplimente in der Uni und von Freunden bekommen. Und der ist wirklich der Wahnsinn. Und zwar ist das kein richtiges Grau, es ist aber auch kein Braun. Also es ist ein Braungrau und es ist einfach so ein richtig schöner Oversized Sweater. Und das Besondere daran ist, dass er eben nicht diesen normalen Rundausschnitt hat, sondern er ist relativ weit in einem V ausgeschnitten, was jetzt aber auch nicht so weit ist, dass man irgendwas sehen könnte, was man nicht sehen darf. Aber ich kann euch sagen, das Ganze sieht zum Beispiel super süß mit diesem schwarzen Bralette aus. Denn ich habe den Pulli bestellt und hatte dann diese Eingebung, dass ich dann endlich mal was habe, wo ich mein Bralette drauf anziehen kann. Auf jeden Fall ist das der. Der hält super warm und der ist auch kuschelig weich. Ich verlinke ihn euch unten in der Infobox und schreibe euch hier nochmal den Preis hin. Denn er ist mittlerweile im Sale. Als ich ihn nämlich bestellt habe, hat er noch einen anderen Preis gehabt. Deswegen blende ich euch den Preis hier auf jeden Fall ein. Und was ich voll schön finde, ist einfach, dass durch diesen V-Ausschnitt
Ketten beispielsweise richtig gut zur Geltung kommen. Also ich habe ja hier diese kleine dezente Kette und das Ganze sieht dann wirklich sehr, sehr, sehr schön zusammen aus. Was ich bei dem Online-Shop auch sehr cool fand, ist, dass es einfach ein paar ausgefallenere Sachen gab, beziehungsweise einfach sowas, was man nicht so bei H&M oder bei Zara findet. Und dort habe ich ein Kleid gefunden und das ist zum Beispiel voll so dieser Nova Lana Love Style, falls ihr sie auch verfolgt, dann wisst ihr, was ich meine. Und zwar ist das ein Spitzenkleid. Es ist aber nicht komplett aus Spitze, sondern es ist erstmal vorne, ich muss mal gucken, dass ich das zeigen kann, ich blende euch aber auch nochmal ein Bild ein. Es ist vorne richtig, richtig schön aus Spitze mit so einem weiten V-Ausschnitt. Man kann es dann hinten nochmal so zusammenknoten, das sieht super süß aus. Und dann läuft es immer abwechselnd in einer schwarzen Stoffschicht und in einer durchsichtigen Spitzenschicht. Und quasi da, wo der Busen ist und andere Sachen, ist auf jeden Fall der schwarze Balken, also keine Sorge. Aber das Ganze sieht richtig schön aus. Ich habe das jetzt noch mit einem Body drunter getragen letztens. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das im Sommer richtig, richtig schön ist, wenn man dann halt bei dieser Spitze dann die Haut durchsieht. Und es ist auch so ein bisschen hippie-mäßig. Es hat hier weite Ärmel, auch wieder abwechselnd mit Spitze und Stoff. Und das ganze Kleid ist wirklich wunder, wunder, wunderschön und fühlt sich auch wahnsinnig toll an. Also es passt mir in L auf jeden Fall. Aber ich glaube, es würde noch ein bisschen besser sitzen, wenn ich 2-3 Kilo abnehme. Wir werden auf jeden Fall dann im Sommer sehen, wie es aussieht. Und da blende ich euch jetzt auch nochmal den Preis ein, denn ich glaube, das ist mittlerweile auch im Sale. Und ja, es gefällt mir wirklich wahnsinnig gut. Dann durfte ich mir, wie gesagt, noch ein Accessoire aussuchen. Und da hatte ich das Glück, dass ich mir auch ein Set aussuchen durfte. Und ich muss mal wirklich sagen, dass die Sachen wirklich wunderschön verpackt waren. Also das Ganze kam in einem Lieferkarton. Und als ich zum Beispiel das Kleid ausgepackt habe, war das noch in so einem schönen Papier eingepackt. Und vorne war noch ein Sticker drauf, wo mein Name drauf stand. Und es ist wirklich wunderschön eingepackt gewesen. Also falls ihr das seht, ihr habt echt eine tolle Verpackung. Vielen Dank. Und ich finde es auch zum Beispiel voll schön, dass der Schmuck eben in so einer Box kommt. Ich finde, das macht das Ganze nochmal ein bisschen hochwertiger und man freut sich richtig, wenn man das dann auspackt. Und wenn man das Ganze aufmacht, ist quasi das Geheimnis gelüftet, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar habe ich mir... Ja gut... Und zwar habe ich mir ein Set ausgesucht. Ich hoffe, es fällt dieses Mal nicht hin. Und zwar ist es ein Set aus einem Ring und einem Armreif. Und wie ihr sehen könnt, ist das Gold. Und man hat quasi wie so einen Edelstein vorne drauf. Und das sieht wirklich super, super cool aus. Ich hole es jetzt mal raus, damit ich es euch jetzt gleich nochmal näher zeigen kann. Ich finde das wirklich super schön. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich... nicht so der Schmuckmensch, obwohl ich mir für 2017 wirklich vorgenommen habe, mehr Schmuck zu tragen und auch meine Ohrlöcher wieder nachstechen zu lassen, ist das wie gesagt ein wunderschönes Set und ich finde, das ist auch so ein richtiger Eyecatcher, selbst wenn man ein ganz dezentes Outfit anhat und dann so einen Schmuck, wertet das den ganzen Look direkt wieder auf. Kommen wir jetzt zum Beauty-Teil und zwar bin ich dafür noch bei Douglas gewesen und habe mir noch die ein oder andere Sache mitgenommen, die ich mal wieder gebraucht habe. Und zwar haben wir hier einmal zwei Paar falsche Wimpern. Ihr wisst, dass ich eigentlich relativ lange Wimpern habe, aber ich finde einfach falsche Wimpern runden den ganzen Look so ein bisschen ab und das war auch so ein bisschen mein Neujahrsvorsatz, wieder ein bisschen ordentlicher auszusehen. Also es klingt so dumm, aber... Ende des Jahres hatte ich irgendwie keine Motivation mehr, mich vernünftig irgendwie herzugeben und bin voll viel in Leggings und im Pulli und in Jogginghose rumgelaufen. Ich war richtig oft ungeschminkt, was überhaupt nicht schlimm ist. Also um Gottes Willen, ich laufe super gerne ungeschminkt rum. Aber ich weiß nicht, ich sehe dann immer andere YouTuber, die so richtig geil geschminkt sind in ihren Videos und sich nochmal so ein kleines bisschen extra mehr Mühe gegeben haben, damit das Ganze richtig cool aussieht. Und ich habe mir das als Vorsatz genommen, auch mal wieder so ein bisschen fresher in meinen Videos auszusehen. Und deswegen habe ich mir falsche Wimpern mitgenommen. Und zwar sind das einmal von Adele die Wispies. Die sind ein bisschen natürlicher. Und ich habe mir nochmal von Adele die Glamour in der 113 mitgenommen. Das sind übrigens die Lieblingswimpern von Nina, Jasmin und mir momentan. Und die trage ich gerade auch. Also ich habe mir für euch Wimpern aufgeklebt, okay? Ich hoffe... ihr merkt das. Und ja, davon habe ich, glaube ich, ungefähr drei Paar noch gekauft, aber eins habe ich letztens beim Feiern verloren.
und das andere habe ich gerade drauf. Deswegen habe ich mir, glaube ich, insgesamt 5 Paar Wimpern gekauft. Die sind nicht ganz so günstig, die kosten 7,99 €, aber meiner Meinung nach sind einfach Adele Wimpern zusammen mit dem Duo Kleber die beste Kombi, die man machen kann. Und deswegen sind es die geworden. Was auch nicht fehlen durfte, ist Trockenshampoo. Für mich ist Batiste immer noch die unangefochtene Nummer 1. Ich habe jetzt hier Batiste Trockenshampoo in Kokosnuss und Exotic Tropical. Normalerweise habe ich immer das mittelbraune getönte, damit mein Ansatz dann nicht so weiß wird, wenn ich Trockenshampoo benutze. Das habe ich aber leider bei Nina liegen lassen und ich habe es immer noch nicht geschafft, mir das wieder zu holen. Also, falls du das siehst, irgendwann komme ich zu dir und hole mir mein Trockenshampoo ab. Aber weil ich bis dahin noch ein neues brauchte, habe ich mir das hier mitgenommen, denn Douglas hatte zu der Zeit, als ich da war, kein getöntes da oder auf Lager und deswegen ist es das hier geworden. Das riecht eigentlich auch echt gut und ich bin eh voll der Kokosnuss-Junkie, deswegen ist es das geworden. Und das letzte, was ich mir noch bei Douglas mitgenommen habe, ist ein Pinsel von Zoeva. Ich habe relativ viele Pinsel von Zoeva und Real Techniques und ich bin absolut überzeugt von beiden Marken. Das einzige Problem bei mir ist immer, dass ich super faul bin, also wirklich super faul. Und ich muss mich immer richtig dazu aufraffen, meine ganzen Pinsel immer zu reinigen. Und gerade wenn ich dann irgendein dunkles Augen-Make-up gemacht habe und mein Lidschattenpinsel so schwarz ist, ich möchte aber eigentlich was Beige-Glitzerndes drauf machen, habe aber keine Lust, meine Pinsel zu waschen. Das passiert ungefähr jeden Tag, Leute. Habe ich mir nochmal einen Backup Lidschattenpinsel quasi mitgenommen. Das ist so ein ganz basic Lidschattenpinsel. Ich zeige euch den gleich nochmal von nahen. Hat der irgendeine Nummer? Ich weiß es gar nicht. Das ist auf jeden Fall 234 Luxe Smoky Shader Eyeshadow Brush. Und die hat 9,99 € gekostet. Ich glaube, ich habe davon auch 2 gekauft, aber schon wieder eine in der Verwendung. Also ich bin super schlecht, was so Sachen zurücklegen für Holz ist, weil ich immer alles sofort benutzen möchte. Aber auf jeden Fall habe ich mir 2 davon mitgenommen, um mich vom Pinselreinigen zu drücken. Und ja, das war eigentlich schon alles, was ich mir gekauft bzw. ausgesucht habe. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was euer liebstes Teil vom Haul war. Wieso, weshalb, warum. Viele Sachen vom Haul findet ihr, wie gesagt, auch auf meinem Blog. Ich verlinke euch den nochmal unten in der Infobox. Ich habe es schon geschafft, dieses Jahr 3 Blogposts zu machen. Da bin ich echt stolz drauf. Es macht wirklich super viel Spaß. Und wenn ihr quasi noch mehr von mir sehen wollt, könnt ihr da gerne vorbeischauen, denn dort gibt es ganz, ganz, ganz viel regelmäßige Fotos. Genauso wie auf Instagram verlinke ich euch alles auch nochmal unten in der Infobox. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Es tut so gut, endlich wieder vor der Kamera zu sitzen. Ich hatte so einen kleinen Durchhänger während Weihnachten, habe viel mit der Familie gemacht und habe dann wieder so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber es fühlt sich wieder so gut an, hier zu sein. Vielleicht merkt man das auch einfach, dass ich generell wieder voll ausgeglichen bin und mich gar nicht mehr so scheue, einfach vor der Kamera ich selbst zu sein, denn das war so eine Sache, die ich mir für 2017 unbedingt vorgenommen habe, einfach ganz locker vor der Kamera zu sein und mich einfach gar nicht so sehr darum zu stressen, irgendwie perfekt auszusehen oder mich zu versprechen oder alles. Deswegen, falls ihr das gemerkt habt und falls ihr das gut findet, könnt ihr mir das mal gerne in den Kommentaren sagen, denn ich habe mir das wirklich vorgenommen und ich möchte das eigentlich auch mal durchziehen. Und falls ihr auch noch ein Video sehen möchtet, in dem ich euch meine Neujahrsvorsätze bzw. Dinge, die ich 2016 gelernt habe und 2017 anders machen möchte oder eben genauso machen möchte, Video sehen möchtet, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Ich weiß, es ist schon die 18. Aufforderung, aber ich weiß nicht. Ich habe irgendwie voll Lust drauf und wenn ihr auch Lust drauf habt, dann wäre es doch schön, wenn ich das Video drehe. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!